Hallo ihr Lieben, seit langem gibt es mal wieder ein Video von Trolli. Heute Morgen gab es ein Twitter-Gespräch mit jemandem, die Person war wohl asexuell. Für alle, die nicht wissen, was asexuell ist, asexuell bedeutet, dass jemand entweder nicht das Empfinden hat, Sex haben zu wollen. Es gibt diese Menschen, die einfach generell sagen, ich habe keinen Bock auf Sex, ich empfinde da nichts und ich brauche es nicht. Es gibt aber auch Menschen, zum Beispiel, die schlechte Erlebnisse hatten und was weiß ich, aus dem Grunde auch nicht Sex wollen und sich dann auch unter der Asexualität verstecken. Also von daher, es gibt auch noch andere Definitionen, das sind eigentlich jetzt die beiden geläufigsten und es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Definitionen. Ihr könnt sie aber gerne, wenn ihr wollt, unten drunter schreiben, das stört mich jetzt überhaupt nicht. Was mich gestört hat heute Morgen und was mich eigentlich in letzter Zeit auch immer wieder stört, ist, dass Menschen sich anscheinend nur noch über ihre Sexualität definieren wollen. Warum will ich mich über meine Sexualität definieren? Ist für mich etwas, was ich absolut unverständlich finde. Weil ich definiere mich generell nicht über meine Sexualität, sondern ich definiere mich über ganz andere Dinge. Über Dinge, die ich tue im Leben, wo ich Spaß dran habe und dies und das und jenes. Aber doch nicht über meine Sexualität. Wen interessiert denn im Netz meine Sexualität? Ob ich Lust habe, Sex zu haben oder nicht, interessiert doch niemanden. Ist doch völlig unwichtig im Netz. Das ist für mich völlig sinnfrei. Irgendwo. Daraufhin habe ich nur geschrieben, dann auch natürlich darunter geschrieben, was interessiert die Sexualität eines Menschen? Mir ist die völlig unwichtig. So, daraufhin kam dann so etwas, wird bloß von Leuten gesagt, die das Privileg haben, sich damit nicht beschäftigen zu müssen, weil ihre Orientierung der Norm ist. Gibt es eine wirkliche Norm für eine sexuelle Orientierung heutzutage? Also ich meine, wir haben heutzutage Schwule, Lesben, Asexualität, wir haben Nymphoman, wir haben Sadomaso, whatever, was wir alles haben in der Sexualität. Wir sind freier denn je mit unserer Sexualität. Wo bin ich davor? Habe ich ein Vorurteil? Nein, definitiv nicht. Ich interessiere mich doch nur für den Menschen und nicht für seine Sexualität. Was interessiert mich, was er im Bette macht? Ob er im Bett irgendwas macht oder nicht, ist mir doch eigentlich völlig wurscht. Darüber definiert sich für mich kein Mensch. Aber es ging ja noch weiter. Na, ich meine, ich bin ja dann angeblich vorurteilbehaftet. Daraufhin schrieb ich falsch. Ich definiere Menschen nicht über ihre Sexualität, sondern mich interessiert eher, ob man sich mit ihnen gut unterhalten kann. Leg mal deine Vorurteile ab. Daraufhin, du redest mit einer Person, die mit am besten sagen kann, dass es um Asexualität geht. Der Rest der Welt meine Sexualität politisiert, policet, sehr wohl verurteilt, ausgelöscht, medikalisiert, pathologisiert, wird und kulturell, gesellschaftlich sehr wohl relevant ist. Ach ja? Für mich eigentlich gerade irrelevant. Für mich ist gerade die Feststellung, mal wieder, haben wir die Feiertage irgendwie, waren die zu langweilig oder was? Ich meine, warum muss ich mich nur über meine Sexualität definieren? Das ist doch völliger Quark. Was interessiert mich das, ob du Sex hattest oder nicht? Ist doch wurscht. Na, also, und dann, wenn du wohl wesentlich ignorierst und dich selbst und mich anlügst, dann machst du dich zur Komplizen Person von Diskriminierung. Jetzt wurde natürlich wieder gleich die Diskriminierungskeule rausgeholt. Oh, wir werden diskriminiert. Warum eigentlich? Ich definiere dich doch gar nicht über deine Sexualität. Im Gegenteil, ich gucke mir an, ob du ein Idiot bist oder nicht. Oder ob du ein cooler Typ bist oder eine coole Socke bist, mit der man vielleicht Spaß haben kann und lachen kann im Leben. Vielleicht weniger sich in so einen Scheiß reinsetzen? Keine Ahnung. Ich meine, was interessiert mich dabei, ob du asexuell bist oder nicht? Also ich kenne auch andere, die asexuelle sind. Und ganz ehrlich, ich kann mich trotzdem mit denen toll unterhalten. Was ist das Problem?
Ich muss mit dir keinen Sex haben, um mich unterhalten zu können. Ich muss mich auch für deine Sexualität gar nicht interessieren, um mich mit dir cool unterhalten zu können oder befreundet zu sein. Mir ist das eigentlich völlig scheißegal. Aber egal, ne? Wenn du wohlwissentlich ignorierst, ne, wie gesagt, jetzt kam die Diskriminierungskeule, wie wäre es, wenn du dir deine Vorurteile eingestehst, die du zu 100% hast? Wow, die Persönlichkeit kennt mich also persönlich und will mir Vorurteile werfen. Warum? Wozu? Nur weil ich mich eigentlich nicht wirklich interessiert, ob diese Person asexuell ist oder nicht, sondern ich diese Person eigentlich über das, was sie sagt, definiere. Diskriminiere ich jetzt oder nicht? Ist für mich eine Frage schon irgendwo, ne? Weil diskriminiere ich jemanden nur aufgrund dessen, weil ich einfach mir anhöre, was er sagt auf der einen Seite und ich eigentlich den Menschen nur nicht über die sexuelle Schiene seltsam. Naja, meine Antwort war dann, wenn das mit dir, was ist denn mit dir verkehrt gelaufen? Nur weil sich jemand nicht für die Sexualität von anderen interessiert, hat er Vorurteile. Wenn jemand ein toller Mensch ist, ist es egal, welche Sexualität man hat. Wenn einer ein Idiot ist, dann ist es auch egal. Ist doch einfach so. Was interessiert mich deine Sexualität? Hauptsache, du bist eine coole Socke oder nicht? Oder? Also, Antwort war dann, die meisten Leute meinen, mein asexuell sein ist das, was mit mir nicht stimmt. Also hast du passiv deine Vorurteile bereits bewiesen, indem du mir unterstellst, dass ich bei mir was falsch läuft. Nein, bei dir läuft im Kopf gerade etwas tierisch falsch, weil erstens definierst du dich selbst anscheinend nur über Sexualität, ob du nun Sex hast oder nicht. Ist für mich völlig verkehrt, weil das ist falsch, was in deinem Kopf läuft. Definiere einen Menschen nicht über seine Sexualität, sondern über das, ob du mit ihm klarkommst oder nicht, ob du mit ihm reden kannst oder nicht, ob ihr eine coole, geile Zeit zusammen habt und die muss nicht sexuell sein. Ihr könnt auch wunderbare Freunde sein, ja? Es gibt wunderbare Menschen auf der Welt und man muss mit ihnen nicht ins Bett steigen. Man muss auch mit ihnen kein Sexgespräche haben. Man muss auch mit ihnen keine Ausführungen mit Sex haben. Sondern man kann sich mit denen einfach definitiv toll unterhalten. Man kann auch intellektuelle Gespräche führen über Bücher, über Filme, über ich weiß nicht was alles auf der Welt. Ja, über Politik oder was auch immer, völlig egal. Es muss nichts Sexuelles damit zu tun haben. Und deswegen finde ich es völlig sinnfrei, sich über die Sexualität nur rein zu definieren. Ein Mensch besteht aus so vielen Facetten, ja. Da ist es mir doch völlig wurscht, ob der asexuell ist oder nicht. Da ist es mir auch völlig wurscht, ob dieser Mensch schwul ist oder nicht. Oder Mann oder Frau ist oder was auch immer. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, dieser Mensch ist cool. Und ich kann mit denen irgendwie was anfangen. Ich kann mit dem vielleicht basteln. Ich kann mit denen irgendwo hingehen. Ich kann mit denen lachen, Spaß haben. Es ist doch völlig wurscht, ob du asexuell bist dabei. Ist doch völlig egal. Deswegen, ne, war auch natürlich von meiner Seite her die Frage, was ist mit dir denn falsch gelaufen im Leben? Ich habe kein Vorurteil gegen solche Menschen, im Gegenteil. Sie sind mir sogar manchmal lieber als alles andere, weil sie baggern nicht an mir rum. Ist auch cool, ja? Wenn du mit Menschen ein völlig normales Gespräch führen kannst und du weißt im Hinterkopf ganz genau, dieser Mensch wird dich in deinem Leben nicht anbaggern. Hat für Frauen manchmal auch Vorteile. Deswegen, hallo? Was soll man gegen Asexuelle haben? Völlig Quatsch. Ja, aber das ist die Definiererei im Kopf. Wir denken alle viel zu viel heutzutage. Ständig dieses Gedenke und was weiß ich, anstatt einfach mal einen Menschen, der auf einen zukommt, auch einfach nur als Freund zu sehen oder als tolle Persönlichkeit zu nehmen. Das ist manchmal viel, viel wichtiger, als sich über diese blöde Sexualität die ganze Zeit den Kopf zu machen.
mein Gott, das muss doch nicht alles nur um Sex drehen. Es muss, ob du asexuell bist oder nicht, ob du Sex hast oder nicht. Ehrlich gesagt, ist mir das doch wurscht. Ist doch völlig scheißegal, ne? Also von daher, ich weiß nicht, diese Persönlichkeit scheint wohl irgendwie ein Problem mit sich selbst zu haben. Anscheinend mit ihrer Art Sexualität, keine Ahnung. Ich kenne andere, die asexuell sind, definitiv. Und ich muss ehrlich sagen, die haben kein Problem damit. Im Gegenteil, die müssen sich auch nicht ständig da erklären oder sonst irgendwas. Die sind halt so. Und trotzdem sind es coole Socken. Was ist das Problem? Ja, aber, und das ist das, was diese Persönlichkeit hier heute irgendwie gar nicht anscheinend verstanden hat. Ich hatte nichts gegen sie. Ich habe ihr einfach nur mitgeteilt, deine Persönlichkeit, was du machst, was du tust, wie du bist und so weiter, ist viel, viel wichtiger als deine Asexualität. Die ist eigentlich völlig egal. Die muss man auch nicht überall in die Welt posaunen oder sonst irgendwas. Ich muss auch nicht meine Sexualität irgend überall in die Welt posaunen. Das ist völlig unwichtig. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Habt Spaß, genießt es und ciao!